Moin, moin. Wie ihr alle mit Sicherheit auf dem Schirm habt, kommt ja morgen eine neue Folge Ex on the Beach raus. Und bevor es soweit ist, wollen wir uns jetzt nochmal das Statement von Anastasia anschauen. Wahrscheinlich habt ihr schon mitbekommen, dass ich persönlich die liebe Anastasia sehr, sehr gerne mag und mir auch immer gerne ihre Fragerunden anschaue, weil ich die immer sehr, wie soll man sagen, bereichernd finde oder auf jeden Fall aufschlussreich und interessant. Die folgende Fragerunde habe ich mir selber auch noch nicht angeschaut. Das heißt, wir gucken die jetzt zusammen das erste Mal. Ich habe die bis jetzt nur abgefilmt und bin schon richtig gespannt darauf, was sie diesmal so zu erzählen hat. Denn Anastasia hatte ja wirklich wieder doch viel Sendezeit in dieser Folge. Habe ich mir diese Folge von Ex on the Beach reingetrunken. Und ja, was soll ich dazu sagen? Stellt mir einfach eure Fragen und ich antworte dann darauf. Eine Sache. Über eine Sache müssen wir jetzt aber ganz kurz reden, was mir bei dieser Folge extrem aufgefallen ist. Ich glaube, ich muss zum Arzt. Ich glaube, ich muss zum Arzt, Leute, weil ich atme ja, als wäre ich irgendwie, keine Ahnung, als würde ich keine Luft kriegen. Als würde ich keine Luft kriegen. Was ist mit mir? Diese Woche, ich gehe zum Arzt. Nein, aber ehrlich, Leute, bitte achtet einfach auf diese Szene, wie ich mit Jermaine rede. Und nach jedem Satz einfach Luft hole. Ich so, bla bla bla. Digga, was ist mit mir? Ich schwöre, ich muss zum Arzt. Ich schwöre, das ist ja nicht mehr normal. Das ist nicht mehr normal, Leute, wirklich. Leute, ich schwöre. Ich schwöre. Ich komme nicht klar. Ich musste bei dieser Stelle pausieren, weil es mir so unangenehm war, wie ich geatmet habe beim Reden. Also, wir tun jetzt einfach bitte so, als hätte ich Schnappatmungen gehabt wegen Jermaine oder so, okay? Weil ich meine, offensichtlich habe ich eh Todes auf den gegeiert. Wir wissen es jetzt alle. Aber ja, wir schieben es jetzt einfach darauf. Ich habe keine Atemprobleme, Leute, nein. Ich habe einfach nur Schnappatmung gehabt, weil Jermaine so geil ist und so weiter und so fort, bla bla. Schieben wir es einfach darauf, okay? Okay. Ich finde es so geil, was für eine Selbstironie Anastasia immer an den Tag legt. Also nicht nur hier, das hat sie schon des Öfteren gemacht. Am Anfang direkt mit ihrer Stimme, weil sie selber gar nicht wusste, wie hoch ihre Stimme eigentlich ist und wie viel höher sie noch geht, wenn sie sich aufregt und wenn sie schreit. Dann hat sie sich auch mal lustig gemacht über ihren Toast, den sie da einfach so random mit Ketchup gegessen hat und so. Also ich finde, sowas macht eine Person immer noch sympathischer, wenn sie wirklich auch über sich selber lachen kann. Soll ich euch sagen, wie ich atme? Soll ich euch sagen, wie ich atme, nachdem ich geredet habe? Wie ein Wal, der Plankton frisst. Ich schwöre, im Wasser so. Leute, ganz einfach, weil mich das in dem Moment extrem getriggert hat. Ich lag den ganzen Abend nur noch am Heulen im Bett, bis dann halt irgendwann Mike zu mir gekommen ist und mich aufgemuntert hat mit irgendwelchen Witzen und so. An der Stelle danke an Mike. Ich fand es auch super schade, dass er gehen musste, weil er hat mir echt geholfen, Leute. Und das war so süß. Mir ging es dann wirklich wieder besser. Ich hätte sonst wirklich die ganze Zeit nur geheult. Ich hätte nur im Bett gelegen und geheult, wenn Mike mich nicht so ein bisschen aufgemuntert hätte. Aber ich hatte dann irgendwie einfach zu dem Zeitpunkt dann in Folge 14 keine Lust mehr erstmal auf Jermaine so oder allgemein auf Typen, weil es mir halt einfach nicht gut ging nach diesem Streitgespräch. Ja. Nein, finde ich nicht. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, vor allem nach so einem großen Streit, wo ja wieder beide am Heulen waren und so. Also man sieht ja ganz deutlich, dass beide, auch wenn sie wissen, dass wahrscheinlich eine Beziehung nicht viel Sinn macht zwischen ihnen, dass beide noch nicht losgelassen haben. Und das ist gerade der Reiz an einer Show wie Ex on the Beach, dass du da zwar neue Leute datest, wie Anastasia jetzt, ja gut, nicht richtig daten, eigentlich nur körperlichen Spaß haben mit Jermaine, aber dass immer der Ex eben da ist, der immer wieder bestimmte Reize bei einem auslösen kann. Nein, finde ich nicht, weil es ist ja auch so. Ich bin, so wie ich in der Show war, auch privat, vor allem, weil ich ja auch Single bin, Leute. Maurice kannte mich einfach noch nicht, wie ich halt drauf bin, wenn ich Single bin, weil wir waren ja in einer Beziehung. Und nach unserer Beziehung war halt einfach ein Cut. Wir haben uns dann nicht nochmal gesehen, wir haben dann nichts miteinander zu tun gehabt. Wir haben halt höchstens nochmal wegen den Sachen, die ich noch bei ihm hatte, geschrieben. Und die habe ich dann halt noch bei ihm abgeholt, so. Er weiß nicht, wie ich drauf bin, wenn ich Single bin. Und ich glaube, das ist das, was ihn getriggert hat. Und deswegen hat er auch gesagt, dass ich anders bin als sonst. Er kannte mich einfach nicht anders, aber ich habe ihn halt geliebt, als wir zusammen waren. Und für mich gab es halt zu dem Zeitpunkt in dem Sinne nur ihn, so, wisst ihr? Da habe ich halt nicht mit irgendwem anders irgendwas körperlich angefangen oder sonst was, wie zum Beispiel in der Show. Deswegen meint er das wahrscheinlich so. Er weiß ja einfach nicht, wie ich drauf bin, wenn ich Single bin. Ja.
Ja, genau das habe ich persönlich mir beim Anschauen schon gedacht, als Maurice meinte, ja, du bist ja eigentlich gar nicht so, woher will er das wissen? Denn die beiden waren ja in einer Beziehung miteinander und dann, also in einer monogamen Beziehung auch miteinander. Und dann ist ja klar, dass Anastasia jetzt nicht rumläuft und sich irgendwie Männer sucht, mit denen sie sich eben körperlich vergnügen kann und so. Deswegen ist es schon logisch, dass Anastasia sich natürlich in einer Beziehung anders verhält, als wenn sie jetzt Single ist. Und jetzt sieht Maurice das eben, wie ihr normales Verhalten ist als Single-Mensch und denkt wahrscheinlich deswegen, dass sie anders ist, was sie aber eigentlich nicht ist. Nur ihre Lebensumstände sind eben anders als vorher. Also ich glaube, so wie man in der Folge gesehen hat, hat mich Botsch eigentlich nicht großartig interessiert bei seiner Ankunft. Wir haben auch kaum miteinander geredet, aber ich finde Botsch trotzdem attraktiv und ja, ich würde sagen, schaut einfach mal weiter, dann wisst ihr mehr. Also auf die Frage kann ich jetzt noch nicht antworten, aber ich antworte sehr gerne nach der Ausstrahlung darauf. Leute, ganz einfach, hört auf die Meinungen anderer zu hören, scheiß einfach drauf, macht euer Ding und dann findet ihr auch euch selber, sag ich mal, und dann juckt es euch auch einfach nicht mehr, dann seid ihr einfach so, wie ihr sein wollt, fertig. Oh, danke schön. Was mir persönlich eigentlich super wichtig war, ist, für das gemacht zu werden, was ich bin und nicht für das, was ich nicht bin. Und ich finde, irgendwie im Trash-TV verstellen sich so viele Menschen, um einfach nur ein besseres Bild von sich abzugeben, obwohl sie so gar nicht sind. Also ich bin lieber scheiße und werde dafür gemocht, als nett zu sein, obwohl ich es eigentlich gar nicht bin. Oder, ja, sagen wir es einfach so, bezogen aber eigentlich auf alle Charaktereigenschaften, bla bla, ihr wisst, was ich meine. Ja, ich finde, das merkt man auch total. Und wenn ich mir so die Kommentare unter den vorherigen Videos über Anastasias Statements angeschaut habe, ich glaube, da haben wir bereits 2 oder vielleicht sogar 3 Videos über sie gemacht. Aber unter den Kommentaren waren auch immer die meisten Leute sehr, sehr begeistert von Anastasia und haben auch oft hervorgehoben, dass sie eben so authentisch und echt rüberkommt, was wirklich im Trash-TV-Game leider, leider nicht mehr so oft vorkommt. Und wir können uns nur wünschen, dass Anastasia sich das beibehält. Denn egal, ob man sie jetzt mag oder nicht, ich mag sie ja sehr gerne. Und ich finde auch, dass sie eine sehr, sehr starke Frau ist mit guten Ansichten, die sehr freiheitlich denkt und sich aber auch da in die Angelegenheiten anderer einmischt, wo es notwendig ist. Also so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Bei Carina und Sasa finde ich jetzt zum Beispiel. Naja, aber wie dem auch sei. Deswegen finde ich Anastasia vom Charakter her ziemlich cool und ich finde auch, dass sie sehr, sehr authentisch und echt rüberkommt, auch die Streitigkeiten tatsächlich mit Maurice. Auch wenn Maurice damals diese Bachelorette-Teilnahme eben gefaked hat, finde ich, dass jetzt diese Beziehungsprobleme, die immer mal wieder erörtert werden zwischen Anastasia und Maurice, sehr, sehr authentisch rüberkommen. Also ich muss sagen, der Schnitt von Ex on the Beach, wie die das dargestellt haben, super witzig. Was ich aber auch sagen muss, ist, dass ich irgendwie das Gefühl hatte während dem Dreh, dass sie sich alle untereinander schon kannten und das irgendwie abgesprochen haben, weil so kam das für mich irgendwie rüber. Ja, kein Plan. Ich glaube, einer hat einfach damit angefangen und dann haben auf einmal alle sowas auch vielleicht gesagt, dass es halt einfach so eine Kopfsache war. Aber sind wir mal ehrlich, ich glaube, da war von beiden Seiten immer irgendwas, was vielleicht jetzt nicht richtig war. Ich war bei den Beziehungen sowieso nicht dabei, deswegen kann ich dazu nicht wirklich eine Meinung haben, Leute. Und ja, weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Aber der Schnitt von Ex on the Beach war richtig cool, fand ich witzig. Also ich muss sagen, zu kurz finde ich die eigentlich nicht, weil ich finde die Länge von den Videos super. Es ist halt nicht zu wenig und auch nicht zu viel. Dadurch, dass aber eigentlich in dieser Staffel so viel passiert ist, ist es an sich zu kurz, weil man halt nicht einfach alles so ausführlich darstellen kann, wie es war. Und dadurch kommt es halt auch einfach falsch rüber. Also richtig viele Sachen kommen falsch rüber. Und das ist halt schon scheiße, ne? Fürs Verständnis vor allem. Weil viele checken auch gar nicht, warum ist jetzt das eine so zum anderen gekommen. Und da sind eigentlich so viele Sachen noch passiert, von denen keiner was weiß. Also ist schon scheiße, aber dafür kann man halt einfach nichts, weil was soll man machen? Man kann ja jetzt keine 3-Stunden-Folgen droppen, so wisst ihr. Also. Ja, ich kann mich dazu vielem nicht äußern, weil ich ja selber nicht vor Ort war und deswegen nicht weiß, wie einige Situationen dann wohl in der Wirklichkeit geschehen sind und was genau da rausgeschnitten wurde. Was ich persönlich aber sinnlos finde, ist, dass zum Beispiel Sätze von Anastasia reingeschnitten werden, wo sie zum Beispiel sagt, ich habe dir geholfen, deinen Traum zu verwirklichen oder ich habe deinen Traum unterstützt und ich saß zu Hause und habe auf dich gewartet und so, wo man als normaler Zuschauer gar nicht weiß, was sie meint. Aber wir haben sie ja weiter verfolgt, auch auf Insta und wissen deswegen,
deswegen, dass es eben um diese Bachelorette-Teilnahme geht und dass Maurice eben ein großer Reality-Star werden wollte und deswegen zur Bachelorette gegangen ist oder keine Ahnung, oder Influencer werden soll, wollte oder so und deswegen eben da teilgenommen hat. Und Anastasia hat dann gesagt, ja gut, will ich dir jetzt auch nicht kaputt machen, also davon kann man halten, was man möchte. Ich persönlich hätte das auf gar keinen Fall mitgemacht. Anastasia hat sich aber dafür entschieden zu sagen, okay, der will da unbedingt hin, dann unterstütze ich das. Und das ist das, was sie meint mit, ich habe dir geholfen hier mit deinem Traum oder ich habe dich dabei unterstützt und ich saß zu Hause und habe auf dich gewartet, während er eben bei der Bachelorette war und der Bachelorette davor vorgespielt hat, er sei Single. Immer noch total assi in meinen Augen, was er da gemacht hat, aber so ist das halt einzuordnen, was Anastasia gesagt hat, was man überhaupt nicht versteht, wenn man diese Hintergrundgeschichte nicht kennt. Also an der Stelle muss ich sagen, Maurice ist selber eine B. Ich meine, als wir uns kennengelernt haben, haben wir zum Beispiel auch offen und ehrlich darüber geredet, mit wie vielen Leuten wir schon geschlafen haben, bla bla bla. Und die Anzahl, die er mir da genannt hat, Leute, tschüss. Aber für mich war es halt kein Problem. Also an der Stelle muss ich sagen, kann ich nicht verstehen, wenn das der Grund von seiner Seite aus sein soll. Unnötig, weil er ist 0,0% besser in dem Sinne. Ich habe es halt einfach echt nicht verstanden. Für mich war es irgendwie, keine Ahnung, gekränktes Ego. Ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch einfach die Situation an sich, weil ich meine, wenn man die ganze Zeit mit seinem Ex in der Villa chillt und man hatte früher mal Gefühle, dann triggert das einen schon ein bisschen. Aber also für mich persönlich war es einfach zu viel. Es war einfach zu viel. Also Fazit, ich glaube halt eigentlich, dass er sich einfach im Fernsehen besser darstellen wollte, als er ist. Und dass es ihm super wichtig ist, gut rüberzukommen, meine Meinung. Und dass ihn halt dazu noch mein Verhalten halt getriggert hat, weil er mich vorher so nicht kannte. Weil ich halt in der Beziehung auch ein komplett anderer Mensch war, was ja meine Sexualität angeht. Ist ja klar, weil wir halt auch eine monogame Beziehung geführt haben und auch nur aufeinander quasi fokussiert waren. Und er mich halt so einfach nicht kannte. Also es gab viele Triggerfaktoren, aber so was den Ruf angeht, er wollte halt einfach nur, glaube ich, seinen Ruf öffentlich besser darstellen, als er ist oder so. Keine Ahnung, aber es gab eigentlich echt keinen Grund, dass er so zu mir ist, weil er ist wirklich kein Stück besser. Es ist einfach so. Also ja, die Vermutung habe ich auch. Ich glaube auch, dass Maurice sich einfach in der Öffentlichkeit besser darstellen will. Oder was heißt besser? Es ist ja nicht schlimm, irgendwie viele Sexualpartner gehabt zu haben oder so. Aber wenn man das macht, gut, dann muss man natürlich nicht in der Öffentlichkeit damit hausieren gehen, aber eben auch nicht andere Leute dafür verurteilen, was man ja selber macht. Er muss sich jetzt nicht dahinstellen und sagen, ah, ich habe übrigens schon mit 300 Frauen geschlafen oder wie viele auch immer. Oder ich war halt früher auch Escort für ältere Damen oder so. Das muss er ja gar nicht erzählen. Sondern das Einzige, was ja erwartet wird, sage ich mal, ist, dass er einfach andere Leute, in dem Fall Anastasia, dafür nicht slutshamed, obwohl er eigentlich selber weiß, dass er diese Sachen genauso macht, genauso mit den Erotikvideos. Da kann man sich darüber streiten, was ist denn jetzt in Anführungszeichen schlimmer. Ich finde gar nichts davon schlimm, aber was ist schlimmer, Erotikvideos zu machen, und Maurice hat ja auch selber damit gemacht, oder Escort zu sein für ältere Damen. Ich finde beides nicht schlimm, aber wenn man eben generell sexuell so offen ist, dann verstehe ich nicht, warum man andere eben dafür verurteilt. Also in meinen Augen bin ich noch lange kein Objekt, nur weil ich mich nach etwas fühle und mir das dann nehme. Ich bin trotzdem ein Mensch, ich habe trotzdem Bedürfnisse und wenn ich auf etwas Lust habe, dann mache ich das auch. Und ich gehe damit auch offen um, ich habe damit kein Problem. Wenn du mich aber deswegen als Objekt siehst, dann solltest du dir vielleicht ein paar Gedanken darüber machen, was für ein Mensch du eigentlich bist, wenn du so denkst. Aber okay. In meinen Augen ist es auch einfach nur krasse Misogynie, wenn man eine Frau einfach nur als Objekt darstellt, weil sie gerne Sex hat und es auch offen auslebt. Also Entschuldigung, aber ich denke, wir sind mittlerweile auch so weit, dass wir uns einfach so entwickelt haben und das machen können, worauf wir Lust haben, ohne dafür als Objekt betiteln zu lassen. Denke ich zumindest, dass man eigentlich so weit sein sollte. Ich habe mir übrigens auch noch mal deine ganz lange Nachricht durchgelesen, mein lieber Johannes. Und ich kann dazu nur sagen, kümmere dich bitte um deinen Johannes und nicht um meine Monika, weil meine Monika macht das, was sie will und dein Johannes kann machen, was er will, okay?
Ja, dazu kann man eigentlich nur sagen, Amen, Schwester. Ich werde auch nicht verstehen, warum Leute wie dieser Johannes ein Problem damit haben, was fremde Leute machen, wie fremde Leute sich präsentieren. Zum Beispiel ist es ja so, wenn mir jetzt Maurice Anastasia slutshamed, dann ist das auch absolut nicht cool, geht gar nicht, ist scheiße. Aber ich verstehe, was seine Motivation dahinter ist. Und ich glaube, dass das einfach daran liegt, dass er eben noch so verletzt ist und dass er noch Gefühle für Anastasia hat und dass er eigentlich sie selber haben möchte und deswegen nicht damit klarkommt, dass Anastasia sich eben andere Männer nimmt oder andere Männer nehmen möchte und dass er deswegen frustriert ist und sie slutshamed. Wie gesagt, das rechtfertigt gar nichts, das ist total scheiße, aber man sieht halt, was so in ihm vorgeht, auch weil er ja eben wieder so bitterlich geweint hat. Aber bei so Leuten wie Johannes frage ich mich immer, warum bei fremden Leuten? Sind solche Leute auch frustriert und würden zum Beispiel gerne selber so eine Frau wie Anastasia haben, aber bekommen sie nicht und kriegen deswegen so einen Frust auf solche Frauen, weil sie selber keinen Erfolg bei diesen Frauen haben oder woran liegt es? Ich weiß es nicht. Ich kenne solche Menschen auch ehrlich gesagt nicht. Deswegen kann ich mir das nicht so richtig erklären. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, warum fremde Menschen wie so dieser Johannes sich auch so viel Zeit nimmt, um ihr so eine lange Nachricht zu schreiben und um ihr quasi zu sagen, dass sie ein billiges Essobjekt ist. Was hat dieser Mensch davon? Warum macht? Was ist da die Motivation? Nach jedem Streit. Naja, nach diesem Gespräch haben wir uns halt wieder, ich sag mal, vertragen. Wir haben uns ja auch wieder umarmt. Wir haben ja auch länger geredet als das, was eigentlich zu sehen war, Leute. Und es war auch sehr intensiv. Wir haben beide extrem geweint. Auch beim Gespräch. Das kam so irgendwie gar nicht rüber, wie es geschnitten wurde. Und wir haben halt auch beide gesagt, ja, wir lassen das jetzt mit dem Streit sein. Und trotzdem haben wir immer wieder gestritten irgendwie. Und es ging halt die ganze Zeit so gefühlt. Bis zu Folge 14. Was dann später passiert, werden wir ja noch sehen. Aber es war halt wirklich immer so ein Hin und Her. Wir haben uns gestritten, dann war irgendwie alles mäßig wieder cool, dann haben wir uns wieder gestritten und ja, keine Ahnung. Diese Anwesenheit, glaube ich, von dem Ex-Partner selber triggert einen einfach enorm. Und dann zu sehen, wie derjenige dann halt irgendwie anders hat, ist vielleicht auch nochmal für eine Person extrem krass. Ich weiß noch nicht, ob einige das vielleicht sogar mitbekommen haben, aber wenn ihr diese kurze Sequenz gesehen habt, wo ich aufgestanden bin am nächsten Morgen, dann seht ihr auch, dass Maurice neben mir geschlafen hat. Er ist in der Nacht sogar noch zu mir gekommen und hat sich halt neben mich gelegt. Es lief zwar nichts, aber trotzdem dachte ich halt, okay, er hat meine Ansage verstanden und wir sind wieder cool miteinander. Weil, Leute, wir haben ja beide von Anfang an gesagt, nachdem wir miteinander geschlafen haben dann, dass da halt wirklich nichts mehr wird zwischen uns. Und ich habe einfach nicht verstanden, warum er die ganze Zeit immer wieder gegen mich hetzt. Ich meine, ich war da, um Spaß zu haben, Leute. Es ist ein Dating-Format. Und wenn ich da hingehe, um mein Leben zu genießen, dann tue ich das auch. Also ich wollte das wirklich einfach nur. Ja, weil ich glaube, dass sein Verstand ihm da was anderes sagt als sein Herz. Wahrscheinlich weiß er eigentlich mit seinem Verstand, mit seinem Kopf, dass da nichts mehr draus wird, dass die beiden sich darauf geeinigt haben, dass da nichts mehr passiert. Aber er geht ganz falsch damit um, was sein Herz ihm sagt und was wahrscheinlich noch an Gefühlen da ist. Und das merkt man ja bei beiden, dass beide extrem getriggert davon sind, von ihrer gegenseitigen oder von ihrer Vergangenheit miteinander, dass die beiden so große Streitigkeiten noch haben. Also sowohl Anastasia als auch Maurice. Das heißt, diese ganze Geschichte ist noch lange nicht in dem Sinne gegessen, dass beide einfach total cool miteinander sind und total lässig darauf blicken, was der jeweils andere macht, gerade nicht Maurice. Und das Vernünftige wäre natürlich, das runterzuschlucken und sich eben zu sagen, ich weiß, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass da nichts mehr raus wird, aber er scheint nicht gut mit seinen Gefühlen umgehen zu können und nutzt das dann als Ventil, was nicht gut ist, aber ich finde es sehr, sehr offensichtlich, warum Maurice sich so verhält, nämlich weil ihm das nicht gefällt, was Anastasia da macht, weil er selber noch Gefühle für sie hat oder vielleicht keine Liebe an sich mehr für sie hat, aber sich in seinem männlichen Ego verletzt fühlt, dass die Frau, die er eigentlich als seins betrachtet hat, was ich nicht gut finde, ne? Aber ich könnte mir vorstellen, dass er so denkt, dass Anastasia eigentlich seine Ex ist und seine, mit der er auch noch geschlafen hat vor ein paar Tagen, dass sie sich jetzt auf einmal anders orientiert und sein Ego da gekränkt von ist. Ich wollte das wirklich einfach nur eine harmonische Zeit. Nach jedem Streit, den wir hatten, haben wir uns ja auch eigentlich wieder vertragen und im Alltag auch normal miteinander geredet. Und klar hatten wir zwischendurch immer wieder Sticheleien, aber irgendwie haben wir uns danach halt immer wieder vertragen und irgendwie war es danach auch immer wieder alles entspannt erstmal bis zum nächsten Streit. Und
ja, in dieser Zwischenzeit haben wir zum Beispiel auch mal wieder gekuschelt oder uns umarmt. Und ich weiß nicht, Leute, es war halt einfach richtig krank, dieses Hin und Her, die ganze Zeit. Also ich habe am 23.11. Geburtstag und bin Schütze. Und für alle Sternzeichen-Freaks, ich finde es auch immer so, so schade, wenn irgendwer allgemein geslutschamed wird, weil wie kann es sein, dass es in der heutigen Zeit immer noch so eine krasse Misogynie herrscht, Leute? Ich verstehe das nicht. Wieso? Nur weil eine Frau das macht, was sie will? Das machen Männer schon lange und sie werden nicht geslutschamed dafür. Und wenn, dann ist es bei denen cool, dass sie so viele Frauen haben. Also das ist so traurig, ich komme nicht darauf klar. Und wenn ich dann aber das mache, worauf ich Lust habe und mir das nehme, worauf ich halt Bock habe, dann ist es schlimm. Leute, dann ist es ganz, ganz schlimm, weil ich bin ja eine Frau und ich darf mich ja so nicht geben, weil mein Wert sinkt. Wer hat sich den Bullshit eigentlich ausgedacht? Entschuldigung, aber nee. Ich finde, jeder sollte das machen, worauf er Lust hat. Leute, ich finde es auch super schön, wenn man andere Normen und Werte hat und sich zum Beispiel nur auf eine Person fokussiert. Aber ich würde niemals auf den Gedanken kommen, so einer Person zu schreiben und zu sagen, ey, ich glaube, du solltest mal ein bisschen mehr zu Ho werden, weil so wie du dich verhältst, ist ja langweilig. Also, meine Eltern finden das, was ich tue, jetzt nicht zu 100% gut, aber sie lieben mich trotzdem und supporten mich auch trotzdem in dem, was ich tue. Ich war schon immer ehrlich zu meinen Eltern. Ich habe denen immer gesagt, auch wenn es irgendwie für manche Leute unverständlich wäre, was ich mache, mit wem ich was mache, was ich schon allgemein in meinem Leben gemacht habe. Und auch wenn es für die ein bisschen zu heavy war, haben sie mir trotzdem zugehört und waren immer für mich da und haben es akzeptiert, weil sie mich lieben. Und das will ich auch für mein Kind. Ich will, dass mein Kind sich frei entfalten kann. Ich will, dass mein Kind sich wohlfühlt. Ich will, dass mein Kind nicht eingeschränkt wird. Und das werde ich meinem Kind auch später so sagen. Und wenn ich irgendwas nicht verstehe, dann werde ich es versuchen zu verstehen, weil ich diese Person liebe. Und wenn ich jemanden liebe, dann will ich, dass sie sich wohlfühlt und vor allem auch bei mir. Versteht ihr? Also hört auf, andere Leute irgendwie einschränken zu wollen oder verändern zu wollen, nur weil ihr diese Person nicht versteht. Ich bin froh, dass meine Eltern mich so akzeptieren, wie ich bin. Ja, genau so sieht's aus und das heißt natürlich nicht, dass jede Frau sich so verhalten muss, sondern es ist auch völlig in Ordnung, wenn jemand langsamer an Dinge rangeht und sich mehr Zeit lässt und vielleicht auch nicht der Typ ist, für irgendwie um One-Night-Stands zu haben oder Affären oder sowas. Das ist genauso gut, das ist genauso in Ordnung, aber aus dem Grund finde ich es gut, dass wir ab und zu mal Leute wie Anastasia eben im Trash-TV haben, also selbstbewusste, starke Frauen, die durchaus Spaß daran haben, auch als Single sich körperlich zu vergnügen, wie ja viele, viele Männer das machen, Frauen auch, aber Frauen halten das normalerweise immer ein bisschen geheimer, damit eben der Ruf nicht kaputt geht oder was auch immer, weil das in unserer Gesellschaft leider Gottes so verankert ist, auch immer noch, dass Frauen und Männer da anders behandelt werden. Und deswegen für die Frauen, die das eben gerne machen und die Interesse daran haben, sich als Single eben körperlich zu vergnügen mit Männern oder mit Frauen oder mit wem auch immer, finde ich Anastasia ein gutes Vorbild, denn sie zeigt, wie man auch selbstbewusst damit umgeht und zeigt den Zuschauern, dass sie sich eben nicht durch Slutshaming unterkriegen lässt oder verletzen lässt, sondern darüber steht und genau weiß, wie sie diesen Leuten, die versuchen, sie zu slutshamen, Kontra geben kann. Ich bereue diese Beziehung mit Maurice auf gar keinen Fall. Es hat mich selbst im Leben immer nur weitergebracht, also generell Beziehungen, auch wenn sie gescheitert sind. Egal zu wem, egal ob es jetzt eine richtige Beziehung war oder einfach nur eine Freundschaft oder was für eine Beziehung auch immer. Ich bin für jede Beziehung dankbar, weil immer, immer, immer bin ich zu irgendeiner Lehre gekommen. Und bei dieser Beziehung ist mir vor allem klar geworden, man sollte nicht einfach irgendeine Bindung eingehen, nur wenn man sich nach Liebe sehnt. Und das, was man im ersten Moment so von einer Person kennenlernt, ist auch nicht das Wahre. Weil es verändert sich immer alles mit der Zeit. Ja, außerdem weiß ich jetzt durch diese Beziehung vor allem, welche Punkte mir noch viel wichtiger sind für meine nächste Beziehung und darauf werde ich extrem achten. Ja, deswegen bereue ich gar keine Beziehung, egal zu wem. Dankeschön. Ja, das ist meiner Meinung nach auch wieder eine sehr, sehr gute Einstellung. Ich habe früher schon das öftere Mal gedacht, oh nee, jetzt habe ich die Zeit mit der und der Person verschwendet und in der Zeit hätte ich lieber das und das machen können und so. Und ja, ich finde, wenn es jetzt wirklich sehr, sehr lang ist, wer fällt mir da ein? Zum Beispiel Mark Robin und Michelle, die beiden waren ja wirklich
6 Jahre waren die zusammen, bis Michelle dann eben gesehen hat, wie Mark Robin auch sein kann und dass Mark Robin wirklich fremdgegangen ist. Dann konnte sie ihre Reißleine ziehen und deswegen war es eben gut für Michelle bei Temptation Island mitgemacht zu haben. Es ist schön, dass die beiden jetzt miteinander befreundet sind, aber es hätte gut sein können, dass es dann auch irgendwie vielleicht schon früher dazu gekommen ist oder später dazu gekommen wäre. Und nach 6 Jahren finde ich schon an der Zeit, dass man dann sieht, wie die Person, mit der man zusammen ist, drauf ist und wozu sie eventuell fähig ist. Deswegen, ja, würde ich nicht sagen, dass Michelle diese 6 Jahre verschwendet hat, aber dass es zu diesem Zeitpunkt schon gut war, das jetzt wirklich zu erfahren. Genauso wie bei Sarah und Nico, wenn die beiden geheiratet hätten und Nico hat sie auch vorher schon betrogen, wenn die beiden tatsächlich geheiratet hätten und Kinder bekommen hätten, dann wäre es natürlich noch schwieriger gewesen, wenn man irgendwann dann mal mitbekommen hätte, dass der Partner fremd geht. Aber im Prinzip stimme ich Anastasia voll zu, dass man aus jeder Beziehung, egal ob mit einem Liebespartner oder aus einer Freundschaft oder so, immer was lernt, immer was mitnimmt und selbst wenn es nur das ist, was man nicht mehr möchte. Denn ganz oft ist es nämlich so, dass man ohne eine negative Erfahrung gemacht hat, gar nicht wirklich spürt, wie schlecht diese Erfahrung war oder was man eben nicht haben möchte und auf welche Red Flags man achten muss und so. Deswegen finde ich schon, dass man das immer positiv betrachten sollte und aus jeder negativen Erfahrung auch etwas Positives ziehen, was einen im Leben im Endeffekt weiterbringt. Dankeschön. Ich wünsche es auch wirklich jedem Einzelnen von euch, dass ihr irgendwann einfach eure Sexualität offen ausleben könnt und einfach darauf scheißt, was andere Leute sagen. Einfach machen, wonach ihr euch fühlt und ehrlich dabei sein. Das bringt euch wirklich am meisten. Und zwar in jedem Bereich, nicht nur auf die Sexualität bezogen. Leute, für mich ist es nie leicht, irgendwen weinen zu sehen. Und auch wenn ich in dieser Situation anders gefühlt habe, konnte ich ihn trotzdem verstehen. Weil wenn es ihn so krass getriggert hat, dann tut es mir trotzdem extrem leid. Das war nicht das, was ich in ihm hervorrufen wollte. Ich wollte dort einfach trotzdem meinen Spaß haben. Ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit auf alles verzichten, nur weil er dort ist. Leute, das hat er auch nicht gemacht in Bezug auf mich. Und wir haben ja auch beide gesagt, das mit uns ist durch. Da muss man halt auch dann einfach lernen, damit umzugehen, wenn der Ex-Partner, der dann vor Ort ist bei diesem Dreh, eben das macht, worauf er Lust hat. Ich habe ihm auch nichts gegen den Kopf geworfen, wisst ihr? Ich habe ihn einfach machen lassen. Aber ja, zurück zur Frage. Ja, es war wirklich schwer für mich, Maurice Wein zu sehen. Und es hat mir trotzdem extrem leid getan. Und wir haben ja danach auch immer noch miteinander geredet. Und das quasi auch nochmal ausgesprochen und uns wieder vertragen. Das war halt nach jedem Streit so. Es war generell. Ja, sehe ich auch so. Ich finde auch, dass Menschen generell heutzutage ein bisschen die Eigenverantwortung verloren haben und viel auf andere Leute schieben, beziehungsweise viel Verantwortung für sich selbst auf andere Leute verlagern, wenn eigentlich sie selbst für sich verantwortlich sind. Beispiel, ihr erinnert euch vielleicht vor ein paar Wochen, da habe ich des Öfteren mal gesagt, dass ja, Paulina ist verletzt, weil sie noch Gefühle für Yasin hat. Ja, Paulina geht es schlecht und ja, man muss ihr das nicht unter die Nase reiben, dass sie die zweite Wahl war und so, das ist unnötig, aber nichtsdestotrotz weiß Paulina, woraus sie sich eingelassen hat, dass das eben eine Dating-Show ist, wo Ex-Partner sind, aber eben auch neue Leute, die sich miteinander daten. Und wenn Paulina im Endeffekt nicht damit klarkommt, dann ist es liegt es in ihrer eigenen Verantwortung, irgendwann zu sagen, so, ich kann nicht mehr, ich gehe jetzt. Und es ist nicht in Ordnung, meiner Meinung nach, die beiden Personen oder den Ex-Partner und die neue Person, in dem Falle Yasin und Karina, permanent fertig machen zu wollen und denen eins reindrücken zu wollen und so. Deswegen entweder lernt man damit zu leben, bleibt trotzdem in dieser Show und fokussiert sich auf sich selbst. Und wenn man das nicht schafft, dann steht die Tür immer offen, dann kann man immer gehen. Und ja, dann verliert man einen Teil seiner Gage. Aber das ist eine Entscheidung, die man selbst treffen muss. Genauso wie jetzt bei Maurice. Klar, Maurice hat auch noch mit Anastasia geschlafen, beziehungsweise die beiden haben miteinander geschlafen. Vielleicht wurde da wieder was in Maurice geweckt, aber ganz nüchtern haben die beiden sich darauf geeinigt, dass zwischen den beiden nichts mehr laufen wird, vor allem nicht in diese Beziehungsrichtung. So, damit muss Maurice umgehen und wenn er das nicht kann, dann liegt es nicht an Anastasia, sich da irgendwie einzuschränken und nichts mehr zu machen und nur noch Zeit mit ihm zu verbringen oder nur noch mit den anderen Mädels oder so, sondern dann liegt es an Maurice zu sagen, Anastasia ist Single, die kann machen, was sie möchte und es liegt jetzt an mir, wenn ich damit nicht klarkomme, eben zu gehen.
generell einfach schwer, mit Maurice zu streiten oder ihn weinen zu sehen oder auch einfach selber zu weinen, Leute, weil es war einfach anstrengend. Und jedes Mal aufs Neue, nachdem wir uns gestritten haben, habe ich mir gedacht, ey, können wir es bitte einfach sein lassen? Ich habe dafür keine Nerven mehr. Also vor Ex on the Beach habe ich eigentlich so gut wie gar nicht geraucht, wenn dann nur super selten mal auf Partys. Und seit Ex on the Beach rauche ich tatsächlich viel mehr. Es ist so schlimm gewesen, weil ich war so gestresst während des Drehs und ich habe irgendwie so einen Rückzugsort gebraucht und irgendwie was zu tun, was mich so ein bisschen entspannt hat. Und das war entweder Kochen. Ich weiß nicht, man sieht mich da, glaube ich, auch richtig oft in der Küche chillen, falls ihr das mitbekommen habt. Oder Fressen. Habe auch zwischendurch immer wieder so irgendwas gesnackt, so einfach ein Stück Wurst oder so, dass ich kurz wieder klarkomme. Oder Rauchen. Ich wirklich, ich habe diese drei Sachen so gebraucht während des ganzen Drehs. Und seit diesem Dreh rauche ich tatsächlich wirklich vermehrt. Manchmal sitze ich auch so nach dem Essen und denke mir so, boah, jetzt in die Kippe. So, das war's mal wieder für heute. Schreibt sehr gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Fragerunde haltet, ob ihr da oft auch meine Meinung teilt oder ob ihr eine andere Meinung habt. Das wird mich sehr interessieren. Und ihr wisst ja, wenn ihr schreibfaul seid, dann flutet einfach die Kommentare wie immer mit euren Emojis, weil ihr mir damit gleichermaßen zeigt, dass ihr mich supporten möchtet und mich ein bisschen unterstützt, um meine Reichweite zu vergrößern. Ich danke euch wie immer sehr, sehr, sehr für euren Support und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!